In Zukunft werden die Produktionsanlagen, Produktionsstätten deutlich flexibler gestaltet werden als bisher. Das heißt, wir haben mobile Robotik beispielsweise im Einsatz. Wir werden immer mehr Kommunikation der Anlagen untereinander haben. Die aktuell bestehenden Systeme, WLAN, Wi-Fi, stoßen ganz klar an ihre Grenzen. Und von daher brauchen wir auch im Rahmen der ganzen Aktivitäten Industrie 4.0, Digitalisierung der ganzen Produktion, einfach neue Kommunikationsmöglichkeiten. Es handelt sich bei Obicels um ein Forschungsprojekt, das zum ersten Mal untersuchen sollte, wie man optische Drahtlosübertragung in einer Fertigungsumgebung einsetzen kann. Die Zelle selber basiert auf Standardkomponenten, die bei uns hier im Werk in der Produktion üblicherweise im Einsatz sind. In unseren Fertigungsprozessen, diese müssen absolut stabil laufen. Da müssen wir darauf vertrauen können, dass die Kommunikation hundertprozentig stabil läuft. Hauptherausforderungen waren eigentlich herauszufinden, mit welchen Leistungen und mit wie vielen Modulen wir letztendlich arbeiten müssen. Die Schwierigkeit besteht natürlich, dass jeder dieser Sender und Empfänger nur in eine ganz bestimmte Richtung mit einem bestimmten Blickwinkel schaut. Und wenn sich der Roboter sehr schnell bewegt, dann verändert sich dieses Blickfeld auch sehr schnell und auch hochdynamisch. Wie man damit eben umgeht, ist, bei der mobilen Einheit, in diesem Fall der Roboter, haben wir 6 Module, die auf einen Würfel montiert sind und somit in alle 6 Raumrichtungen gleichzeitig senden und auch schauen. Und in der fixen Infrastruktur haben wir insgesamt 8 Module. Durch die 6 Sende- und Empfänger an der mobilen Einheit spannen wir einen Multiple Input, Multiple Output, kurz MIMO-Kanal auf, der gewährleistet, dass egal ob einzelne unterbrochen werden, immer mindestens eine Sichtverbindung vorhanden ist. Der Vorteil dieser Redundanz ist, dass man auch bei Bewegungen immer ein relativ stabiles Signal beibehält und dadurch dann eben mit relativ hohen Datenraten Echtzeit-Videoübertragungen wirklich sicherstellen kann, ohne dass dort Paketverluste auftreten. Im industriellen Umfeld, wo viele Geräte auf engstem Raum gepackt werden, die alle kommunizieren müssen, wäre die Lichtkommunikation eine Möglichkeit, eben das Funknetz zu entlasten. Diese Kommunikation ist nur sehr kurzreichweitig. Das heißt, ich kann nun in sehr kurzen Abständen das Licht wiederverwenden für eine andere Kommunikationsstrecke. Ein weiterer Punkt sind die geringen Latenzzeiten bei der Datenübertragung. Wir haben hier angestrebt Latenzzeiten unter 1 Millisekunde. Die Ergebnisse dieses vom BMWF geförderten Projekts werden jetzt noch in eine skalierbare Lösung weiterentwickelt, die dann auch noch standardisiert werden muss. Anschließend steht sie für die Produktentwicklung zur Verfügung. Zusammenfassend kann man sagen, dass eben die Lichtkommunikation gezeigt hat, dass sie in industriellen Anwendungen eingesetzt werden kann. Wir haben unsere Anforderungen, Geschwindigkeit, Latenzzeiten und Stabilität hier sehr schön darstellen können. Und dass es eben auch in einem fertigungsnahen Umfeld realisierbar ist.